Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet zu einer weiteren Folge Elder Scrolls Online entspannt. Ja, heute dreht sich alles rund ums Ausgraben. Und zwar braucht ihr hierfür das DLC Greymoor. Dann erst den Himmelsrand könnt ihr hier, das ist hier oben, das westliche Himmelsrand, hier oben in Einsamkeit. Schauen wir kurz in die Stadt rein. Gibt es hier dieses Zeichen, das ist der Antiquarenzirkel. Da könnt ihr die Fertigkeitslinien von Spähen und Ausgraben bei Veritanumi da freischalten. Und genau, und dann findet ihr, naja, er findet auch schon so Spuren in der Welt, sei es jetzt dann beim Abbauen von Erzen, beim Plündern von Kisten, beim Töten von Bossen oder einfach nur von Feinden, die können überall droppen, beim Stehlen, beim, ja, einfach beim Looten von irgendwelchen Sachen. Und genau, es ist eine Wahrscheinlichkeit, dass eine Spur drinnen sein kann und die werden dann in einem Katalog alle aufgezeichnet. Das ist dann hier im Tagebuch unter Antiquitäten. Das sieht denn ihr dann immer so die Spuren, die es in diesem Gebiet gibt. Man muss immer im aktuellen Gebiet sein, damit man auch nach der Spur spähen kann. Und hier sieht man dann alle aktiven Spuren. Zum Beispiel hier für die gekrümmte Wasserquelle müsste ich ins Gebiet Arteum gehen, um sie dann dort auszugraben. Genau, aber hier werde ich es euch hier an der Alinor Alemande zeigen. Die habe ich im Gebiet Sommersend gefunden. Und ja, genau. Hab auch meinen Gehilfen dabei aus den DLC Negrom. Das ist der gute Asander. Der freut sich dann immer, wenn man etwas gespäht hat. Und das werde ich euch gleich zeigen. Und wir drücken hier E für Spähen. Und dann erscheint dann dieses Auge. Das Auge des Antiquars. Und muss halt immer die gleichen Facetten hier anpeilen, um diese 6 Foki freizulegen oder zu aktivieren. Und hat man ein paar Hilfsmittel zur Hand, wie Verschmelzen, Ausweiten und Weitsicht. Die kann man auch selbst skillen, je nachdem, zeige ich euch ganz kurz hier, wie weit man schon in den Fertigkeitslinien fortgeschritten ist. Hier unter Fertigkeiten kriegt man eben diese neuen Fertigkeitslinien Ausgrabung und Spähen und man muss die dann eben skillen und bekommt eben beim Fertigkeitspunkt investiert neue Goodies dazu, also neue Boni, die einen helfen, Spähen zu erleichtern und auch das Ausgraben natürlich. Aber jetzt wollen wir mal spähen hier nach der Alinor Alemande. Genau. Ja, wenn man einmal das Spähen abgebrochen hat, dann ändern sich auch wieder bei einem Neustart die ganzen Facetten, denke ich. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber ja, ich fange dann immer an mit der Schneeflocke. Da kann ich eine sechseckige Ansammlung von Facetten beanspruchen und somit die Symbole auch ändern. Genau, einfach so hier und so zum Beispiel. Dann habe ich auch eine gewisse Anzahl von Runden, die wir verbrauchen, um die Foki zu erreichen. Und dafür haben wir auch diese drei, ja, Talente, die uns dabei helfen, sozusagen, die uns unterstützen. Genau, durch die Schneeflocke konnte ich jetzt dann alle Symbole für mich halt so richten, dass ich gleich zwei Foki auf einmal erreiche und mit der Weitsicht kann ich 6 Stücke auf einmal beanspruchen und mit dem Ausweiten, also es braucht immer Magikerladung, die erreiche ich, die kann ich aufladen, indem ich Foki erreiche und genau, mit dem Ausweiten, das finde ich jetzt nicht ganz so toll, aber auch ein nettes Gimmick. Da kann ich dann die gleiche Anzahl an
gleichen Fug, also gleichen, wie heißt denn das überhaupt? Ah, Facetten, genau, gleichen Facetten für mich beanspruchen, aber ja, wie ihr seht, das ist jetzt nicht ganz so effektiv, als wie wenn ich hier Weitsicht mache. Genau. Und somit haben wir alle 6 Vögel für uns beansprucht und wissen dann auch also wirklich exakt, wo unsere Ausgrabungsstätte zu finden ist, nämlich hier in diesem Bereich. Und da schauen wir dann mal hin. Genau, Asander hat sich gefreut drüber. Und ja, wir sehen uns also gleich wieder. So, dann habe ich mich also an den Rand unserer Ausgrabung hier begeben. Zusammen mit Miri Elendis, weil die freut sich dann immer, wenn wir was ausgraben. Die gibt es im DLC Blackwood als Gefährtin zum Freischalten. Und genau, Sommer ist endlich so schön. Das Gebiet gibt es dann im DLC Somerset. Genau. Und ja, hier am Kompass sieht man schon in die Richtung, wo die Ausgrabung zu finden ist. Hier. Genau, also gehen wir mal in diese Richtung. Oh, und wir sehen, dass der Kompass sich verfärbt hat. Das heißt, wir sind im Gebiet der Ausgrabung drinnen und können das Auge des Antiquars benutzen. Das hat man als Gegenstand zum Untersuchen von Au also zum Suchen nach Ausgrabungsstätten bekommen. Wo ist hier? Das hier Auge des Antiquars. Und genau, wenn man die eben benutzt hier, dann erscheint hier so ein Leuchten und es zeigt quasi in diese Richtung, dass in diese Richtung die Ausgrabungsstätte zu finden ist. Und da läuft man einfach mal los, schaut sich ein bisschen die Gegend an. Und ja, genau, hier ist es dann auch schon. Die leuchtet aber auch nur, wenn man die Fertigkeitspunkte in der Fertigkeitslinie Ausgrabung. Geschulter Blick Ausgrabungsstätten geskillt hat, dann leuchten die, wenn man sich innerhalb von den 30 Metern zur Ausgrabungsstätte sie befindet. Gut, dann gehen wir auch mal ausgraben. Hier links haben wir unseren Augur. Da können wir spähen, wo die Ausgrabungsstätte zu finden ist. Der Augur, also wenn zu viele Ebenen, wie hier bei dieser meisterhaften Spur vorhanden sind, dann kann der Augur nicht bis an den Boden spähen. Deswegen muss man da immer ein paar Ebenen darunter verwenden. Und gelb bedeutet, die Ausgrabung ist 1 bis 2 Felder entfernt. Ja. Und dann wissen wir auch schon ungefähr, wie sie drin liegt. Die kann jetzt so schief drin liegen, die kann jetzt gerade drin liegen. Das wissen wir natürlich alles nicht. Und deswegen muss man eben mit dem Pinsel dann anfangen. Da pro Pinsel, also pro Schicht Dreck, die man entfernt, gibt es eine Intuition. Und die Intuition fühlt sich hier bei diesen kleinen Balken hier rechts. Und da hat man dann auch später den Spatel zur Hand oder auch die schwere Schaufel. Das erkläre ich aber dann gleich. Also wir schauen, dass wir alle auf die gleiche Ebene sozusagen bringen, wenn möglich, in einem 9er-Feld, also 3x3er-Feld für die Schaufel. Und ja, genau, ist auch noch eine Sache, bei den goldenen Spuren gibt es auch noch diese Risse. Die müssen alle auf der gleichen Ebene sein, damit man die eben explodieren kann und somit die Ausgrabung bisschen vereinfachen kann, wenn man es geschickt anstellt. Dafür muss man den Spatel auch upgraden, damit man die Risse sicher auslösen kann, sonst verursachen sie nur eine Explosion und das kann die Sachen eher zerstören, als wie aufdecken. Genau, aber mal schauen, ob wir genug Zeit haben. 13 Stunden 30 sind richtig stark bemessen, also ich bin eher froh, dass ich bei einer meisterhaften Spur auch das Ausgrabungsstück dann ausgrabe
Und auf die, es gibt dann immer so Bonusbeute zum Ausgraben auf das, ja, das ist einfach nur so ein Goodie. Genau. Und dann schaue ich eben. Ich glaube, da bin ich jetzt dann einmal zu tief runter. Ich probiere das jetzt einfach mal so. Genau. Oder schau, dass ich vielleicht hier das hier auf die gleiche Ebene bringe und dann einfach mit der Schaufel hier so nach unten grabe. Genau, jetzt dann sind zum Beispiel die hier auf der gleichen Ebene. Und eben bei einer Gollenspur ist das hier quasi die sechste Ebene und mit einem Spatel kann man sechs Schichten Dreck mit zwei Intuitionen in einem Schlag nach unten graben. Deswegen ist gut, dass man mit dem Spatel dann immer am Boden ankommt, um den Riss auszulesen. Aber das zeige ich dann gleich. Erst graben wir das gute Stück aus. Vielleicht haben wir ja noch Zeit, damit ich das euch zeige. Aha. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ist immer noch nicht ausgegraben, ey. Ah ja, jetzt habe ich es ausgegraben. Und noch zusätzliche Beute habe ich auch noch bekommen und habe auch noch ein bisschen Zeit. Das heißt, ich lade den Spatel auf 4 Intuition auf, habe ihn auch abgegradet, damit die Risse sicher auslösen kann. Und es wird mir hier auch schon die Markierung angezeigt, wie sich denn die Explosion verhält. Und werde einmal hier runtergraben und schon habe ich die Explosion ausgelöst. Aber leider halt kein Bonusmaterial ausgebuddelt. Was aber jetzt nicht schlimm ist. Und dann kann ich auch hier. Okay, die Zeit ist schon fast abgelaufen und wir haben hier unser Stück ausgegraben. Es ist ein, wie heißt so, eine Aktion. Das Bonus nennen Gürtel und dann, wenn man es zum ersten Mal ausgräbt oder die ersten drei Male, bekommt man immer eine Nachricht von Antiquarenzirkel, weil es wird dorthin über Nacht geschickt und einer schickt dann eine Botschaft zurück und hat es quasi analysiert und Amalien sagt dazu, es ist ein uralter Tanz, was angesichts der Raumaufteilung und der peniblen Notierung ist er eindeutig hochelfischer Herkunft. Igitt, wir sind so verklemmt, erinnert mich daran, euch einen echten Tanz zu zeigen, sobald ich die Hinterachse meines Stuhls geschmiert habe. Genau. Miri freut sich natürlich und wir haben zu unserer Sammlung den Tanz hinzugefügt und können ihn auch gleich benutzen mit. Puh. Das sieht man auch in der Sammlung. Die Sammlung Aktionen wurden die Alinor Allemande erweitert. Mit Alinor Allemande. Okay, dann schauen wir kurz mal. Slash Alinor. Toll. Okay. Mit einem L schreibt man die und dann schauen wir mal. Ja, ist er nicht elegant? Super. Ah, lädt gleich zum Tanzen ein. So ein höfisches Gehabe? Ja, warum nicht? Jetzt noch das passende Kleid dazu? Habe ich leider nicht. Ja, müsste leider mit dem Vorlieb nehmen. Ich hoffe, ich habe ein paar Fragen aufgeklärt, wie es zum Thema Ausgrabungen so kommt. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich versuche sie für euch zu beantworten. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat.
Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, damit ihr dann nichts mehr verpasst, was ich so bringe über ESO. Zurzeit mache ich einfach die Geschichte von Negrum. Ja, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi ihr.